Mahlzeit und willkommen zurück hier zu Star Citizen, zu unserem kleinen Einsteiger-Let's Play. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge sind wir umgezogen in die Grim Hex und da liege ich gerade auf meiner äußerst bequem versifften Matratze. Ich habe noch unseren ganzen Loot von New Babbage abgeholt. Das haben wir nämlich vergessen. Bei so einem Umzug sollte man ja denn schon alles mitnehmen, wenn man sich hier länger aufhalten will. Und habe mich dementsprechend auch schon mal in Schale geworfen. Wollen wir mal aufstehen, nicht wahr? Denn hier wollen wir ja weitermachen und mal gucken, wie man sich so schlägt, abseits des Gesetzes. Hallo? Ja. Also, ihr seht schon, ne? Bin ja beim letzten Mal wie Falschgeld hier rumgerannt, weil ich Dampas Depot nicht gefunden habe. Deswegen haben wir schon recht viel gesehen von der Grim Hex. Also denke ich, kann ich mir das jetzt im Detail sparen. Das hier sind auf jeden Fall die Quartiere. Einer der Quartiersblöcke hier, so nette kleine Wohncontainer. Ja, schön ist anders, ihr seht's. Aber genau so stelle ich mir das vor. In so einer gesetzlosen Station. Da sind wir hier auch schon auf dem Main Concord. Da ist der Fahrstuhl, beziehungsweise die beiden Fahrstühle, die uns nach oben bringen, wo die Hangars sind. Da geht es wieder zu der Racing Lobby, ne? Ja, alles soweit so schick. Hab uns ausgerüstet und dann schauen wir mal, was wir so machen können. Ich fahre natürlich erstmal nach oben. Denn unser Schiffchen werden wir sicherlich brauchen. Alles andere würde mich wundern. So. Jetzt hoffen, dass der Fahrstuhl auch funktioniert. Wie gesagt, ich traue der Grim Hex da immer nicht so. Und eine ganz wichtige Sache werden wir jetzt natürlich machen. Wir werden uns im Krankenhaus verorten. Die Grim Hex hat nämlich das Krankenhaus hier. Das hat Port Olisar nicht. Port Olisar gibt es ja in diesem Patch noch. Das ist 3.19.1. Port Olisar wird im nächsten Patch dann verschwinden und dann wahrscheinlich auch ein Krankenhaus haben, die Nachfolgestation. Also, solange das noch nicht der Fall ist, verorten wir uns hier in der Grim Hex. Ja. Patient Check-in, ja, könnte man, machen wir aber nicht. Das ist auch ein sehr vertrauenserweckendes Krankenhaus, finde ich. Schön Sicht raus auf die Landing Pads. Ja, da könnt ihr ohne Landeerlaubnis landen und direkt drin ins Krankenhaus, wenn ihr das braucht. Das sollte die Apotheke sein. Jetzt suche ich das Insurance. Ach, da bin direkt dran vorbeigelaufen. Insurance Terminal ran. Und dann versetzen wir unseren Imprint hierher. Ja, ihr seht die Bildschirme hier, die flackern und so. Das haben sie ganz cool dargestellt. Hier ist halt alles nicht mehr so ganz in Ordnung. Gerade so noch am Laufen gehalten, dass alles funktioniert. Okay, das haben wir. Mal kurz zurück zu den Terminals und dann gucken wir mal ins Mobiglas, was wir hier so treiben können. So. Contracts Manager, was auch immer der gerade von uns wollte. Und dann gucken wir natürlich ins Personal, weil hier sind dann eher die illegalen Missionen verortet. Mensch, Junge, du Quatschdonne hierin. Das ist jetzt nicht nett von dir. Ja, die unterhalten sich halt im Ingame-Voice. Finde ich auch eine sehr coole Sache. Stört mich jetzt aber ein bisschen. Okay, unterhaltet euch mal. Ich gehe mal rüber zu den Müllcontainern. Da riecht es zwar streng, aber ich glaube, da ist ein bisschen ruhiger. Gehen wir mal hier hoch. Ja, hier hat einer was gelesen. Ja, kann man auch mal machen, wenn man hier auf sein Schiff wartet. Nochmal, der Contracts Manager, Personal Tab. Und dann gucken wir mal. Delivery. The Dead Caterpillar and the Ninetales are looking for a runner to grab a box of research materials and haul it to Wallace's Lab. This is the perfect gig for someone looking to degreen their rep. Da würden wir schon mal für die Ninetales arbeiten. Jetzt ist die Frage, ob man da Crime Stat bekommt oder nicht. Das ist ja irgendwie unser Ziel. Breach and Steal könnte man machen. Ihr seht, die ist sehr lukrativ. Das ist eine Reclaimer-Mission. Da weiß ich aber nicht, ob die zu 100% funktioniert. Das letzte Mal, als ich die gemacht habe, hat nämlich keiner auf einen geschossen. Was irgendwo ganz positiv ist, wenn man Geld verdienen will, aber naja.
Supply Re-Up 9000 plus. Was sollen wir denn hier machen? Oh, Badge that's got to get processed, packaged ASAP, so we can bring it to market before it rots. Oder rots, rots besser. Okay. Okay, wir sollen nicht durch die Gegend bringen und verarbeiten lassen. Klingt auf jeden Fall ganz nett. P.I. Wanted hat nichts damit zu tun. Ruto, next time you're in Grimhex, swing by to Technotic and we can discuss how you and I can help each other out. Das ist nicht schlecht. Das ist ein Questgeber. Warum nicht? Hatten wir auch noch nicht drin. Dann nehmen wir den mal an. Wir sind ja auf der Grimhex. Mal gucken. Das ist für mich auch Neuland hier, ja. Ist nicht mein Gameplay, also ich bin gespannt, wie ich mich hier anstelle. Ob alles funktioniert. Ich halte mich für gewöhnlich nicht auf der dunklen Seite auf. Okay, Main Concourse, müssen wir wieder runter. Und der Dude war hier irgendwo in einem der Shops. Ich glaube, das war hier lang. Genau, da war der Admin. Ich meine, dass das hier gewesen sein muss. Jo. Hier kann man Hacking-Tools kaufen. Ich würde gerne mal in so einen Automaten gehen. Schade, dass das noch nicht geht. Sondern gehen wir hier ins Hinterzimmer. Und das müsste hier die Verbindung zu Ruto sein. Power off. Echt Power off, warum off? Power on. Huh. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Funktioniert schon mal recht gut. Gar nicht mal so schlecht. Ich guck nochmal ins Mobi. So fängt das ja wieder gut an. Accepted. So. Getrackt ist es auch. Swing by Technotic. And we can discuss how you and I can help each other out. Oder ist es der Dude unten? Das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein, dass der das ist. Da ging's durch. Irgendwie, ja. Dupdido, dupdido, dupdido. Ah, die Grimhex hat auf jeden Fall bessere Tage schon gesehen. Vielleicht ist der Typ das. Bin mir nicht sicher. Wenn nicht, machen wir irgendwas anderes. Haben wir schon gleich wieder 10 Minuten auf der Uhr und hier ist noch nichts passiert. Könnte auch eher sein, wenn es den überhaupt gibt. Ich sehe ihn nämlich nicht. Oder es ist mal wieder alles kaputt. Hier würde der normalerweise stehen. Wenn der das denn sein sollte. Hallo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Gut. Halten wir uns nicht lange auf. Ich werde die mal drin behalten. Ich sage aber Untrack. Wobei ich könnte nochmal sagen Track. Vielleicht kriege ich dann Marker. Sieht aber nicht danach aus. Gut, dann nicht. Zack. Untrack. Schauen wir mal weiter. Was gibt's denn noch? Investigation hatten wir reingeguckt. Big Dump. Irgendein Paket abholen und abwerfen für 15.000. Ist auch von Ruto. Das sind die Salvage-Geschichten. A chance to impress. Extinguished. Ja, also ein Auftragsmord. Kein Beweis, kein Problem. Money from nothing, das wäre nicht hier. I don't want to get too specific, but let's just say it would be better for everyone if someone could
make sure that ComArray blah blah around Crusader was taken out of commission and that it stayed that way for a while. I'm not expecting trouble, but knowing what security is like in the sector, it's not out of the question. Also ein ComArray ausschalten habe ich auch noch nie gemacht. Ach, schwierig. Schwierig, ein Auftragsmord. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt mal hier. Es kann ja nicht mehr passieren, als dass es schief geht. Dann machen wir das so. Auf geht's. Ich glaube, dafür brauche ich tatsächlich ein Hacking-Tool. Dann werden wir uns das gleich besorgen. Ärgerlich, dass ich da gerade schon drinne war. Pick up Crypto-Key. Den würden wir da hinten sogar finden irgendwo. Der dürfte beim Schrottplatz liegen. Das ist mir jetzt aber zu weit. Jetzt holen wir uns hier einfach einen. Das sollte funktionieren. Hallo? Der Junge sieht aus wie frisch aus dem Knast. Confirm Purchase. Okay, dann werden wir den eben ausrüsten. Da ist er. Einfach mal hier ran. Moin. Bisschen was los hier. Ja, mal gespannt. Ich weiß, dass diese ComArrays Abwehrgeschütze haben. Also müssen wir mal gucken, wo man sich da am besten positioniert, dass unser Schiff nicht zu klump geschossen wird. Ja, danke. Mal sehen, ob das alles so klappt. Ich bin schon ganz aufgeregt, Kinder. Ich bin echt schon ganz aufgeregt. Mahlzeit. Bisschen luftig angezogen, was? Ach, schade, dass das mit Ruto nicht funktioniert hat. Ich meine, vielleicht liege ich auch völlig falsch und der ist ganz woanders. Hallo? Könnte ich? Mal probieren wir mal hier. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Och komm schon, ey. Jetzt funktionieren hier die Terminals nicht, oder? Ach, Grimhex. Großartig. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ach man, Star Citizen, echt. Ja, PTU läuft jetzt mittlerweile auch für den nächsten Patch. Dementsprechend ist er offen. Wird also bespielt, also mehr bespielt als durch die Evocati, die ausgewählten Testspieler. Und schon läuft hier wieder alles nicht mehr wie es soll. Läuft ja auch vorher schon nicht immer so wie es soll, aber jetzt ist es noch schlimmer. Es ist immer so, wenn der PTU läuft. Och Mann, ey. Also er ist rangekommen an seinen Scheiß, wie wir sehen. Sah jedenfalls danach aus, jetzt wäre es ganz cool. Oder? Na, ich sehe seine Liste. Also irgendwas, das Ding scheint zumindest zu funktionieren. Seins auch, warum funktioniert er meins nicht? Wir probieren es einfach nochmal. Ist schon traurig. Und wir warten. Und warten. Leute, ich mach mal einen Cut. Das ist, macht doch keinen Sinn hier. So, nach 3000 verschiedenen Serverwechseln und
einen Tag später tatsächlich, konnte ich mein Schiff rufen. Steht auf Hangar 6. Das ist wunderbar. Und die Quest von Ruto ist auch da mit einem Marker. Jetzt bin ich gespannt. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Aber da passiert nach wie vor nichts. Okay, gut. Dann sei es so. Dann schnappen wir uns unser Schiffchen und suchen uns einfach irgendwas. Hauptsache ist, wir kriegen Crimestead. Denn darauf läuft es hinaus. Moment, ich laufe hier noch einmal zurück, weil der Marker von Ruto ist hier. Genau hier. Hier ist er natürlich vollkommen falsch. Natürlich sein können, dass jetzt was passiert. Tut es aber nicht. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schwinge mich ins Raumschiff. Flieg raus. Hauptsache ist, wir sind dann hier schon mal draußen. Und wähle eine Mission aus. Und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. Weil soll ja vorwärts gehen. Bis gleich. So, da bewegen wir uns jetzt weg von der Grimhex. Ich habe die Mission angenommen, die wir vorher schon angenommen hatten, bevor wir die Probleme mit den Aesop-Terminals hatten. Hier die Geschichte mit dem Resupply und hast du nicht gehört. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Mal schauen, was dabei rumkommt. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg nach Daemar. Ist halt eine Delivery-Geschichte und ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass wir da Crimestead kriegen. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Es geht ja schließlich um Drogen. Also mit ein bisschen Glück laufen wir der UAE Navy in die Hände. Oder so. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ansonsten kann man sich natürlich auch sehr einfach Crimestead beschaffen, indem man eine Bunkermission annimmt und dann einfach die Securities killt. Also das ist das geringste Problem. Eigentlich wollten wir ja die Geschichte mit dem Com-Array machen. Die ist aber jetzt nicht da, deswegen, wie gesagt, habe ich mich da für diese Resupply-Nummer da entschieden. Mit der Drogengeschichte. Die hat man beim letzten Mal nicht angenommen, da habe ich jetzt Blödsinn erzählt, aber ich hatte halt überlegt. So war das. Vor dem großen Cut. Naja, dann machen wir die jetzt erstmal. Bevor ich hier noch etliche Stunden damit verbringe, irgendwann mal was zu finden, was passt. Gucken wir uns das Ganze erstmal an. Zumal da steht ja, wir kriegen 9000 plus Boni. Die Boni müssen ja irgendwo herkommen, also bin ich gespannt. Düsen wir da erstmal runter. Ah, schön, Daemar. Endlich kein Eismond. Sondern Wüste, heiß. Schauen wir mal. Ah, langsam, langsam. Keine Ahnung, ob das da Sonnenauf- oder Untergang ist. Aber ich schätze mal, das wird wohl Sonnenuntergang sein. Bei meinem Glück. Okay. Gucken, ob wir hier ein Landingpad haben, aber ich denke mal fast nicht. Nee. Okay, Fahrwerk raus. Gehen einfach mal hier direkt runter. Sollte hoffentlich reichen. Nah genug dran. Obwohl, wir kaufen ja nichts ein. Wir holen ja ein Paket, aber also müsste gehen. Na? Ja, der PTU läuft mit der 320. Sagte ich ja schon, dementsprechend läuft das alles jetzt noch weniger flüssig. Aber solange wir unser Schiff kriegen und so einigermaßen unsere Ziele erreichen können, will ich mich noch gar nicht groß beschweren. Ist zwar nervig, aber ist okay. Und Scorpius, nice. Die hat, glaube ich, auch schon bessere Tage gesehen. Bin mir nicht sicher, aber sieht schwer danach aus.
Gut, gehen wir mal rein, holen unser Päckchen ab. Ja, immer mal die Augen offen halten nach Loot. Also ich will jetzt nicht looten, aber... Falls wir eine rote Kiste sehen, würde ich sie schon mitnehmen wollen. Da ist sie doch. Guck mal. Ach, da war schon einer dran und hat sie nicht wieder zugemacht. Also wenn ihr an Kisten rangeht und nehmt nicht alles mit, macht sie bitte wieder zu. Übers Kontextmenü. Das wäre fair den anderen Spielern gegenüber. Ich meine, wenn die euren Scheiß, den ihr da drin lasst, dann auch nicht haben wollen, dann ist es eben so. Aber wenn ihr die Kisten halt wieder schließt, können andere Leute noch ran. Finde ich persönlich ganz nett. Handhabe ich immer so. Aber ich nehme ja auch meistens das Wertvollste damit raus. Naja. Aber am Ende könnte das ja halten wie ein Dachdecker. So, was immer das auch ist, was wir hier mitnehmen. Ich denke mal, das sind irgendwelche Substanzen, die man für die Drogenherstellung braucht. Schmeißen wir uns jetzt hinten auf die Ladefläche. Dann geht's weiter. Was eine Platzverschwendung für das kleine Päckchen, aber na gut. Zack. Machst du das? Ja. Sehr gut. Und rein. Schade, schade mit der roten Kiste. Ja, gut. Hunger und Durst haben wir auch wieder. Hält sich aber noch im Rahmen. Vielleicht finden wir ja unterwegs was. Oh Mann. Das ist aber wieder alles sehr zögerlich hier. Na denn. Wo soll es denn überhaupt hingehen? Nach Jumptown. Okay, nice. Jumptown. Jumptown ist auf Yela. Aber ich glaube, das ist nicht Endziel. Wenn ich die Questbeschreibung richtig verstehe. Wir düsen erstmal hoch. Aber Jumptown ist eins von diesen Drogenlaboren, was ich euch im letzten Video schon erzählt habe, die man halt nicht direkt anspringen kann. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich auch einen Cut drin haben. Beim Anflug. Aber mit so einer Mission findet ihr Jumptown dann halt sehr, sehr nice. Und einfach. Jumptown sollte auf Yela sein, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir hier irgendwo einen Questmarker? Ich suche und suche und suche. Da ist der Questmarker. Hier, seht ihr das? Da ist er. Drop-off. Und da ist Jumptown. Da könnt ihr natürlich dann sehr geil Drogen einkaufen. Allerdings werden wir das jetzt nicht machen können. Wäre zwar cool. Aber wir brauchen den Platz hinten auf der Ladefläche. Aber mal gucken, vielleicht können wir auch tricksen. Aber dann wird es halt richtig gefährlich. Mit der Ladung. Ich weiß ja auch noch nicht, was uns hier wirklich erwarten wird im Laufe der Mission. Aber wie gesagt, für mich ist das auch Neuland. Weil wenn ich Crimestat habe, ist es meistens aus Versehen. Also mit meinem Main-Account. So, okay. Dann gucken wir mal, wo der Marker ist. Der Marker ist da. 197 Kilometer. So, das heißt, dass wir jetzt Gas geben müssen und da manuell runterfliegen. Richten wir uns mal aus. Den Quantum brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja einen Marker und ich mache an dieser Stelle nochmal einen kleinen Schnitt. Denn, das müssen wir uns jetzt nicht reinziehen, hier den ganzen Weg nach unten, ne? Und schon haben wir unser Ziel fast erreicht. 17 Kilometer noch. Da unten, mitten im ewigen Schnee von Yela. Da ist unser Drogenlabor. Ja, finde ich ja schon schön, dass das jetzt hier mit drin ist. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Kann ich euch so ein Ding auch mal mit auf den Weg geben. Mit den Teilen kann man auch verdammt gut looten. Also,
lohnt sich schon, wenn ihr hier mit so einem Starterschiff so ein bisschen Drogen verticken wollt, durchaus mal diese Locations anzufliegen. Wie gesagt, da gibt es echt schönen Loot drin. Und halt auch ganz gut entsprechend Ware zu kaufen. Dadurch, dass man die nicht anspringen kann, sind die jetzt auch nicht so hoch frequentiert von anderen Spielern. Da kommt's. Seht ihr? Ist auch ein bisschen was größer als der Outpost 54, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ganz nett. Ganz nett. Dann gibt es auch noch ein PvP-Event, was regelmäßig stattfindet. Das sogenannte Jumptown-Event. In einem von diesen Labors ist dann immer Action. Da werden dann Pakete bereitgestellt. Alter, sieht das aus, oder? Da werden dann Pakete bereitgestellt, regelmäßig. Die werden automatisch produziert. Von wo gehen wir rein? Ich überlege. Von da. Gehen wir von da rein. Die werden dann automatisch produziert und die könnt ihr euch dann da abholen und schön in euer Schiff werfen. Wie gesagt, das ist aber ein PvP-Event. Das machen dann auch entsprechend viele und irgendwer wird da immer der Böse sein, der da reinrotzt. Dann könnt ihr die Drogen entweder schmuggeln, auf der dunklen Seite sage ich jetzt mal, und verkaufen. Oder ihr könnt sie halt der Obrigkeit überantworten und vernichten lassen. Gibt auch gutes Geld. Je nachdem, für welche Seite ihr euch entscheiden möchtet. Na, ich würde gern raus. Danke. So, wir brauchen natürlich unser Päckchen. Ich hätte das natürlich auch von innen öffnen können, aber da hatte ich jetzt wieder nicht dran gedacht, wie das immer so ist. Komm hier her. Okay. Na, das war eigentlich auch dumm. Ich glaube, wir müssen hier noch was abholen. Drei Schritte laut Questbeschreibung. Na gut, gucken wir mal. Machen wir erstmal auf hier den Laden. Und hier drin sieht es dann auch meist aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. So, wo sollen wir denn hin mit unserem Paket? Na, egal. Das ist einmal, kann man hier drin im Kreis laufen. Ihr kommt dann an beiden Eingängen vorbei. Ihr seht ja das, wie das hier aussieht. Und dann gibt es hier solche schönen Lootkisten. Ja, kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen. Ist auf jeden Fall eine Waffenkiste. Ist tolles Zeug drin. Ich guck da einfach mal rein. Guck da mal kurz rein. Ich hoffe, ich habe unser Paket jetzt nicht verkackt. Ne, da ist es. Seht ihr das? Das ist schöner Loot. Das ist echt schöner Loot. Gibt sogar die beiden Toy Guns hier, so eine Nerf Guns, die können wir mitnehmen. Ganz geckig. Da kann man sich ein bisschen ausrüsten. Jetzt habe ich natürlich ordentlich auf dem Rücken, aber hier so eine A03 Sniper Rifle zum Beispiel. Macht schon Sinn, wenn man die behält. Sniper-Raffles können wir nicht kaufen. So, ich mache das Ding zu für einen anderen Spieler. Wir looten jetzt erstmal nicht. Aber wie gesagt, guckt euch hier drinnen ordentlich um. Wenn ihr in so ein Labor fliegt, hier gibt es viel zu holen. Jede Menge Kisten, guckt in alle Ecken. Kann sich richtig lohnen. So, wo sollen wir denn nun hin mit unserer Kiste? Dort. Dann sagen wir da einfach mal Place. Hoffen, dass es funktioniert. Das hat schon mal geklappt. Das gab 500... AUEC. Jetzt sollen wir Uncut Slam von hier mitnehmen. Und das gefällt mir schon wieder nicht mehr, weil der Marker irgendwo ist. Ah, jetzt ist er. Woanders. Was besser aussieht. Alles klar. Hier hätten wir unser Uncut Slam. So, jetzt habt ihr schon gesehen, hoffe ich. Hier ist nämlich das Verkaufsterminal von Jumptown. Gehen wir da mal kurz ran. Widow. Slam. Und dieses komische Toxin, das ich nicht aussprechen kann. Ja, mit Slam kann man auch ein bisschen Geld machen. Wir gucken jetzt einfach mal, oder? Wir gucken jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt mal einfach mit. Zack. Jawohl.
Slam sogar noch wertvoller als The Widow. Ne, wenn wir schon hier sind. Und dann noch das komische Toxinzeug. 13. Ist die Kiste dann voll? Könnte sogar sein. Nee, nicht ganz. Hat nicht ganz gereicht. Gut. Jetzt hoffe ich nur, dass wir unsere Kiste noch mitkriegen. Das wäre dann natürlich ein richtiger Jackpot. Jetzt machen wir natürlich wieder den groben Fehler. Ah, wir müssen zum anderen Ausgang. Jetzt machen wir natürlich wieder den groben Fehler, dass wir eigentlich unser ganzes Geld da reingesteckt haben. Andererseits, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, nicht wahr? Und wenn man hier schon hingeführt wird, warum nicht? Warum nicht, meine Lieben? Geld ist Geld, können wir brauchen. Jeder Taler lohnt sich. Schon allein, um es ins Schiff zu stecken. Jetzt gucken wir nur, ob wir unsere Kiste noch mitkriegen. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Dann lassen wir sie hier liegen. Dann haben wir auch einen Marker nach wie vor, der uns hierher führt. Ich befürchte nämlich auch, dass das mit der Kiste wahrscheinlich nicht klappen wird. Wie ich es mir vorstelle. Ich probiere es zwar mal, aber ich glaube eher nicht. Place. Oder vielleicht. Okay, zwei Möglichkeiten haben wir. Sie glitscht da raus. Oder sie bleibt da liegen. 50-50. Zuppelt da ein bisschen rum. Seien wir mal gespannt. Also wenn wir sie verlieren sollten, haben wir ja, wie gesagt, trotzdem einen Marker. Dann werden wir unser Kistchen jetzt mal abgeben. Ach, verlassener Outpost auf Dema ist unser nächstes Ziel. Sieht zwar wirklich nicht danach aus, dass wir hier irgendwie einen Crime-Stat kriegen werden. Was ein bisschen schade ist, weil das meinen Plan komplett durcheinander wirft. Für diese Folge. Aber unverhofft kommt oft. Ist ja denn auch nicht ganz falsch. Denn so zeige ich euch halt, wie gesagt, dann auch mal ein bisschen, was so geht im Personal Tab. Bandit Outpost auf Dema. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob wir da jetzt auch nochmal cutten müssen oder ob man den anspringen kann. Aber ich denke mal, den werden wir auch manuell anfliegen müssen. Ganz kurz einen Blick hinten rein. Unsere Kiste ist weg. Jetzt hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt. Kurz gucken. Drop off Uncut Slam. Und unser Uncut Slam ist natürlich bei Yela. Haha. Das war irgendwie klar. Na. Ich werde mal kurz aufstehen. Ich muss mal was kontrollieren. Das kann ich nicht aus dem Sitz raus. Na. Nämlich mein Multitool. Was habe ich denn da eingebaut? Den Tractor Beam. Na, dann machen wir es anders. Dann machen wir die ganze Nummer anders. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Ich habe jetzt mit dem Gedanken gespielt, das Ding mit dem Tractor-Beam einzufangen und ins Schiff zu packen. Oder erst verkaufen zu fliegen. Aber ich denke, wir holen uns erstmal unser Paket wieder zurück. Aber an dieser Stelle cutte ich dafür ganz kurz. Sehen wir uns also gleich wieder.
So, zurück bei Dema. Meine Güte. Aber jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und anspringen können wir unser Ziel auch, wie ich schon gesehen habe. Wunderbar. Auf geht's. Ja, so kann es gehen. Fürs nächste Mal wissen wir das dann auch besser und schmeißen das dann gleich mit dem Traktorstrahl ins Schiffinnere. Aber ich meine, hey, Versuch macht klug. Hätte ja klappen können. So, nur ein Waste Management. Abfallwirtschaft quasi. Oder Abfallmanagement. Bin ja mal gespannt, wie es da aussieht. Aber wahrscheinlich ist der Name Programm. Das können wir mal ausmachen hier. Gucken, ob es das denn war jetzt. Für diese Mission, weil dann fliegen wir noch verkaufen. Ein bisschen Kohle gemacht. Mal sehen, was dann die Zeit sagt. So, langsam, langsam. Fahrwerk raus. Ich sehe noch nichts. Ah, da kommt's. Da kommt's, das Stationchen. Okay, mal schauen, wo wir hier am gescheitesten landen. Wo ist der Eingang? Orten. Drehen wir mal um die Chose. Träumchen. So, ab dafür. Falsche. Ach, die Tür soll ich vielleicht vorher auch aufmachen. Könnte helfen. Open Ladder. So. Ist ja nicht allzu viel Platz, also positionieren wir uns mal erstmal hier und schubsen die Kiste raus. Ja, ranziehen und wegdrücken von euch macht ihr mit dem Mausrad beim Traktorstrahl. Close Ladder, wir wissen ja nicht, was hier los ist. Stecken das Ding weg und nehmen es in die Hand. Aber ganz praktisches Spielzeug auf jeden Fall, der Traktorstrahl. Ah, da hinten der Crusader am Horizont. Schön. Einfach schön. Boah, das sieht aus wie Außenposten 54, alles klar. Also können wir uns das auch mal merken. Waste Management of Dema. Können wir auch Drogen kaufen? Gehe ich jetzt zumindest ganz schwer davon aus. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Da sollen wir es hinstellen. Gab 1000. Okay, hier sollen wir dann fertiges Slam mitnehmen. Alles klar. Ich kicke hier gerade bloß nochmal wegen Lootboxen. Das ist eine weiße. Interessiert mich jetzt nicht so. So, wo denn jetzt? Fertige Slam, zeige mich. Ach, hier, das kleine Päckchen. Ach Gott, das ist ja drollig. Dann würde ich sagen, Store. Ich schaue mal kurz zur Sicherheit nach. Ja, da ist es. Rucksack wäre schön, ne? Rucksack wäre echt schön. Gut. Ganz kurz. Mal einen Blick geschmissen hier, was es hier gibt. Nicht, dass wir uns noch was leisten könnten. Etam Neon Widow, alles klar. Und das Toxinzeug. Also genau wie bei Outpost 54. Gleiches Spiel. Aber gut zu wissen. Gut. Wo soll das denn hin? Das Slam soll zur Grim Hex, alles klar.
haben wir da einen schönen Rundflug gemacht, wie ich finde. Jetzt verkaufen wir natürlich erstmal unsere Ware. Ich meine, das ist ja richtig nice. Das ist ja richtig nice. Ist zwar nicht für mich nach Plan gelaufen, bis hierhin. Also ich hatte, wie gesagt, ein bisschen was anderes mit euch vor. Aber ich finde, die Folge kann ich doch so stehen lassen. Warum nicht? Wir haben hier ein bisschen Geld verdient. Auf die etwas illegalere Weise. Ach, guckt ihn euch an. Den Crusader. Ey, ich find's nice. Ich find's einfach super nice. Na gut. Erstmal Höhe gewinnen. Wieder ganz wichtig. Denn, wie ihr aus der letzten Folge ja noch wisst, hoffe ich, verkaufen wir das natürlich wieder bei einem Schrottplatz. Ich denke mal, dass wir einen Teil davon auch auf der Grimhex verkaufen könnten. Dazu müsste ich jetzt allerdings wieder eine von den Handelswebsites aufmachen. Das möchte ich jetzt aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir fliegen den ganzen Mist zum Schrottplatz. Ist ja lukrativ genug. Das ist dann wahrscheinlich auch der gefährlichste Punkt der ganzen Reise. Außer natürlich die UAE Navy oder die Crusader Security oder irgendjemand geht uns auf den Kranz jetzt noch zwischendurch. Daymar, richtig. Der ist nämlich auch gleich hier. Das ist der Bryce Breaker Yard. Wenn wir den mal ansteuern. Quantum an Lande, Fahrwerk, Dingens, Geräte rein. Ich fürchte, das wird auf der dunklen Seite sein. Na, spring. Fein. Ach, schön. Ich finde auch die Mondoberflächen aus der aus dem Orbit einfach nice gemacht. Sieht einfach nice aus. Auch wenn einem bei meinen Kamerafahrten ein bisschen schlecht werden kann. Aber ich mag's. Also nicht, dass euch schlecht wird. Ich mag die Optik. Gut. Die obligatorischen etwas über 20 Kilometer. Düsen wir mal lang. Ja. Zu früh ausgemacht. Ja, hier am Crusader, wie gesagt, da lebt ihr ein bisschen gefährlicher, eben aufgrund schon der Nähe der Grimhex. Also hier sind auch durchaus dann öfter Spieler unterwegs, die einem nicht unbedingt was Gutes wollen. Nicht alle, um Gottes Willen, ich will da ja keinem was unterstellen. Aber wie gesagt, da die Grimhex der einzige Anlaufpunkt für Schwerkriminelle ist, könnt ihr euch ja vorstellen, was hier teilweise manchmal los sein kann. So, da ist unser Schrottplatz. Der unterscheidet sich auch nicht von dem bei, oder nicht groß jedenfalls, von dem bei Microtech. Der Aufbau ist auf jeden Fall der gleiche. Na, was wird denn das hier so dunkel? Ah, ihr seht schon, hier sind die Gebäude. Auch wieder wie so ein Kreis aufgestellt. Müssen wir auch wieder schauen, dass wir hier jetzt irgendwo vernünftig landen. Kurzen Weg irgendwie. Der olle Geschützturm ist jetzt direkt unter uns. Dann machen wir es so. Na, wo ist er? Da. Stellen wir uns so hin, das müsste passen. Ja. Das ist okay. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Jetzt habe ich gar nicht aufs Geld geguckt, was wir vorher hatten. Aber ich denke, es wird sich lohnen. Also ich glaube, die 200.000er Marke könnten wir jetzt knacken. Wäre cool, würde mir gefallen. Und dann kann man echt drüber nachdenken, dann auch das Schiff mal wieder zu tunen.
allerdings, also ein bisschen mehr zu tunen. Quantum haben wir ja jetzt, eventuell Schilde, Waffen, wäre nicht schlecht. Aber erstmal gucken wir in der nächsten Folge, dass ich die Geschichte mit dem Crimestat hinbekomme. Weil das möchte ich auf jeden Fall drin haben. Und dann haben wir die ursprünglich von mir geplanten 10 Folgen nämlich auch schon voll für das ganze Ding. Also ich würde trotzdem gerne weitermachen. Kann allerdings sein, dass dann hier noch eine Pause entstehen wird. Erstmal das Toxin weg. Weil ja Starfield kommt. Und das wird echt viel Zeit fressen. Da weiß ich jetzt erstmal nicht, ob ich wirklich sehr zeitnah noch Folgen zu Star Citizen hinbekomme. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. So, das gab einiges an Geld. Ein Blick ins Mobi. Jawohl, guckt euch das an. Fast 230.000 haben wir jetzt. Also ihr seht, Drogen. Drogen einfach. Mit einem Starter wie der Nomad. Da macht er Kohle. Da macht ihr Kohle. Das ist schon nicht schlecht. Und je größer das Schiff, je größer der Frachtraum, umso mehr Kohle macht ihr. Allerdings wird es dann immer schwieriger, den Frachtraum auch voll zu kriegen. Dann lohnt sich dann irgendwann, ich sag mal ab so circa 100 SCU bei einem Schiff mit normalen Trading. Aber wie gesagt, je mehr, desto besser beim normalen Trading. Aber mit dem Starter macht ihr mit Drogen wirklich gar keinen Fehler. Ja. Haben wir uns auch kurz einen Schritt geschaut. Der ist auch noch da. So, der Mann los. Irgendwas lag da unten, aber ich bin jetzt nicht neugierig. Ich will lieber hier weg. Zurück zur Grimax. Und dann Daumen drücken. Daumen drücken. Dass auch die letzte Position dieser Quest funktioniert. Das Finale abgeben, das ist echt immer so eine Sache. Aber allein durch den Verkauf der Drogen haben wir natürlich hier schon den absoluten Jackpot gezogen. Also wenn wir jetzt noch die Mission abschließen, 15.000 haben wir jetzt sowieso schon als Bonus gekriegt. Durch die zwei Stops, einmal 500, einmal 1.000. Jetzt noch die 9.000, 24.000 für die Quest. Plus die ordentliche Summe am Verkauf können wir jetzt wirklich nicht meckern, ne? Also, wie gesagt, Voraussetzung ist jetzt nur noch, dass das alles so funktioniert. So, Grimhex ist natürlich auf der anderen Seite. Das wäre ein OM-Punkt gar nicht mal so schlecht. Haben wir hier einen? Nee, natürlich nicht. Nehmen wir den. Well, gut. Der hat uns jetzt nicht wirklich weit gebracht. Oh, diese OM-Punkt-Geschichte, ey, sie ist so störend. So, da ist der nächste. Immer erst den Quantum wieder aus und dann wieder anmachen, damit er euch die UM-Punkte wieder anzeigt. Das ist wirklich grässlich, ist das. Absolut grässlich. Ich hoffe, auch das wird mit der 320 endlich mal wieder ein bisschen besser. Jetzt zeigt er uns die Grimhex nicht an. Großartig. Aber wie gesagt, macht den Quantum an, aus und wieder an und dann geht das schon. So, wenn du jetzt noch Gas geben würdest, jetzt reagiert er nämlich gerade gar nicht mehr, das ist super. Ah, jetzt. So, gleich mal ein bisschen bremsen. Hier durch die Asteroiden ist das alles nicht so witzig. So gut sich die Nomad auch fliegt, aber sie ist kein Jäger.
Also mit der Geschwindigkeit nicht übertreiben. Na? Kriege ich eine Landeerlaubnis oder nicht? Scheinbar nicht. Okay. Wenn du mir keine Landeerlaubnis geben willst, das gefällt mir schon mal gar nicht. Wir machen mal einen Check-up für 30.000. Was sagt denn unser Mobi? Das funktioniert. Okay, einen Versuch mache ich noch. Nämlich übers Display. Hier, Landing Services. Ha. Das mag er nicht. Probieren wir es über F11. Friends. Grimhex. Danke. Das ist schön, dass it already been granted ist. Warum sagst du mir das dann nicht? Nach 12 Anläufen. Gut. Ja, das ist Dark Citizen, das ist Alpha-Gameplay. Ich sag's immer wieder. Wir wären jetzt alle Stricke gerissen, wäre ich mit euch auf dem Landepad gelandet. Das wäre auch nicht das Problem. Erstmal wieder die Suche nach den Hangars. Ach, Grimhex. Ja, gesprochen von den Landingpads, die wären nämlich hier. War einmal drum rumgeflogen, schön. Macht aber auch nichts. Ja, wie gesagt, ich halte mich hier leider auch nicht sehr häufig auf der Grimhex, also kann das auch durchaus mal passieren, dass ich mich hier verhasple, wie auch in der letzten Folge. Aber gut. Wir haben es ja gefunden. Wir sind ja da. Na, da war ich wieder noch den Mühe zu schnell. Ich unterschätze das echt gerne bei der Nomad. So, komm, landen. Masse, Masse. Fein. Landing complete. Engine systems disabled. Okay, na dann wollen wir mal unser kleines Päckchen Slam an den Mann bringen. Nummer auf. Art und Weise ist es doch auch schön, dass man hier illegale Aktivitäten betreibt und immer noch eine saubere Weste hat. Schon irgendwie. Schon irgendwie nett. Doch. Jetzt noch der Fahrstuhl funktioniert. Wunderbar. Schiffchen gleich mal einstoren. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Wie gesagt, momentan traue ich den Servern auch gerade nur so weit, wie ich ein Klavier werfen kann. So, wir müssen auf jeden Fall nach unten, wie mir scheint. Ja. Mal gucken, wohin damit. Ja, diese Fahrstühle, ey. Solange ich das Spiel spiele, sind die so schweineschnell. Okay, so, wohin damit? Da unten hin, offensichtlich. Funktioniert das? Irgendwie habe ich jetzt gerade schon wieder ein ganz mieses Gefühl. Gut, wenn es am Ende nicht funktioniert, haben wir trotzdem mehr als genug Plus gemacht. Okay, es soll in diesen alten, versifften, verlassenen Automaten Drop-off
sollte ich es vielleicht auch in die Hand nehmen. Das wäre gar nicht mal so dumm. Jawohl. Place. Ich hab's geahnt. An irgendwas wird's am Ende scheitern. Jetzt hat er's gemacht. Dafür gab's auch nochmal 2000. Okay. Okay. Gut. Ich glaube, ich habe vorhin Blödsinn erzählt, ne? Es gab nicht 5000 und 10.000, es gab 500 und 1000. Na gut, 3500 Bonus plus 9000 ist immer noch nicht schlecht. Immer noch nicht schlecht, plus unseren Verkauf hat sich mehr als gelohnt. Gut, meine Lieben. Damit sind wir eigentlich auch am Ende der Folge angekommen. Jetzt noch irgendwas anzufangen, lohnt sich auch nicht wirklich. Dementsprechend, danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und dann sehen wir uns nächstes Wochenende hier definitiv wieder. Also ich bin da, ich hoffe ihr auch. Ja, als denn, bis denn.